dann fangen wir mal an. Ich muss mal. Oh, warte. Ihr sagt mir, wenn es zu laut ist oder so, einfach sagen. Das Zeichen ist cool. So ein moderner Adler, schon cool. Der ist ein bisschen verwirrt, ne? Nein! Komm! Er ist hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. Hier. Helf mir. Hilfe! Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Ja, denn. Beschützte euren Kaiser! Ich, Nero! Augustus Germanicus, Nero, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Ja, was machen die denn gerade? Gut, das ist doch mal ein Intro, ne? So, da bin ich wieder. So, kurz mal Feedback geben, ob der Ton zu laut ist oder passt. Alles gut, super. Gut, dann fangen wir mal an. Okay, Space, um abzuwehren. Und dann rechts, um. Okay. Also, das habe ich. Oh, bist du. Oh, ups, ups. Okay. Letztes Mal war der da schon tot. Warte mal. Wählen Sie mit. Ah, okay. Und E, um. Okay, hinzurechnen. Ah, je Farbe. Okay, muss ich ja links oder rechts drücken. Okay, regeneriert. Alles klar, gut. So. Dann schauen wir mal, ob wir die. Au. Cool. Ja, ich gehe gleich zu den Palasttoren. Aber zuerst muss ich die. Uiuiui. Ah. Schön, dass die anderen währenddessen warten. So, wenn ich irgendwie. Wenn ich eine Hinrichtung mache. Okay, super. Ich muss. Hat echt etwas von Tutorial von Odyssey. Ihr müsst ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer!
Reißt die Leiter runter! Was? Oh, das war leicht. Au. Ey. Okay, man sieht gerade, mein... ich kann gerade nicht reden. Also nicht sehr multitaskingfähig. Meine Webcam versteckt gerade ziemlich was. Ah cool, der eine Baba wartet drauf. Okay, jetzt ist okay. Warte, ich mach mal kurz Pause. Weil. Ich tu das mal hier runter. So. Dann sieht man das da oben auch. Okay. Aber so ist es besser. Dankeschön. Durchbrecht Ihre Reihe! Befehl! Nice. Das geht aber ziemlich. Oh, sagte er. Fehlte gleich. Hui. Bitte R um Römer dafür zu sehen. Okay. Abfeuern! Cool. Die Kamera vielleicht rechts unten. Ja. Gut, dass ich es gelesen habe. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten: Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Wie meine gerade. Den Centurio mit Soldat angesprochen. Also, okay. Linie bilden. Bildet eine Linie! Nördliche Barrikade! An strategischen Punkten stehen Brandfallen bereit! Wieso trefft die nicht? Ich treffe die nicht. Greif unsere Flanke an. Muss ich ja. Bewegt sich nach Süden. Okay. Nein, das war nicht. Unsere Männer brauchen Hilfe. Die Stellung halten, Männer! Stellung halten! So, das sieht doch gut aus. Das ist ja gerade sehr, sehr human, sage ich mal, dass die Skorpione, also die Pfeile, nur einen töten. Weil von der Schlagkraft das wirklich so, dass die mehrere durchschlagen haben. Okay. Hier habe ich dann... aufgehört. Also ab jetzt ist es quasi nein. So. Oh, da oben sind auch noch. So. Was wird denn da gespielt? Steht den Katapulten die Aufstellung im Palast auf. Feuert auf meinen Befehl. Okay. Ja, Katapulte. Feuer! Rückzug! Rückzug! Ui, was ist denn da gesagt? Ah, wie kann ich hier weggehen? Ah, okay, muss davon machen. Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast gebracht. Danke, Sarah.
Gut. Tobi feiert nur auf seinen eigenen Befehl. Ja, ich brauche niemanden anders. Du hast genug Ehre, um deinen ersten, um deine erste Verbesserung zu kaufen. Okay. Verbesserung? Ich hab ziemlich viel XP. Hautbräuner, was? Okay, keine Ahnung. Ich kaufe einfach mal alles. So. Nein, hier geht's nicht gut. Hey, bleib da. Wer ist hier? Helft mir, ich befehle es euch. Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Wir Welt. Bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Mein Gemächer? Nein, nein. Die Gruft, hier lang. Sie haben den Nero ziemlich seltsam gemacht. Los jetzt! Ich meine, der Nero, als er gestorben ist, war er Warum ist die Tür ungefähr verschlossen? 30. Anfang 30, Ende 30 so ungefähr. Da ist jemand drin. Ich glaube, du. Also hat sich nicht gut gehalten. Ui. Wieso sind hier... Warte, drücke, um mehr XP für Hinrichtungen zu erhalten. XP, so. Na dann, meine Kinder, kommt her. Da kommt ein General. Yep. Ja. Noch mal in Richtung. Hat was und ich sehe was jetzt. Ja, das stimmt. Ich kann beide gleichzeitig machen. Gar nicht total hier. Jojo. Au. Warte. Ich war gerade dabei, um was einzustellen. Jetzt auf. Ja, oh, der ist schon tot. Und die stehen einfach so rum, ja? Ja, das ist etwas schräg. Nero wurde tatsächlich mit 30 getötet. Ja. Bleib zurück, mein Kaiser. In den Schatten könnten sich noch mehr. Jetzt brennst du, Römer! Okay. Der hat mein Centurio getötet. Was soll das? Drücke, um mächtigen. Achso. Oh. So. Ja, aber ich habe ein Schild und kann dich boxen damit. Aha. Und ich habe einen Fuß. Oh, das ging schnell. War das jetzt ein Endgegner? Nee, oder? Oder doch? Hier, schnell! Komm schon. Oh, komm schon.
Damals haben sie schon komm schon gesagt. Das ist nicht von Hollywood. Schnell! Cool, eine Geheimtür. Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Mach mal so. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. Wie er das sagt, voll bedrohlich. So sicher, wie es geht. Sicher. Ja, wir sind sicher. Hier sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Ach, jetzt bekommt der Kaiser einen... Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Okay. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Erstmal nicht ganz so eine Background-Story über das eigene Leben gehen. Ist wirklich so. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Oh, Mutter. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Mach dich bereit. Ich glaube auch, dass die Scherben... Durchbrich meine Verteidigung. Okay, Deckung durchbrechen. Und nochmal. Noch einmal. Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Mhm. Genauso. Gut gemacht. So. Jetzt nochmal, aber triff nicht diesmal. Okay. Dreimal. Dreimal, okay. Na dann. Abgeblockt. Versuch's erneut. Einmal noch. Exzellent gefochten. Ja, ich habe eine Rüstung an. Mach dich bereit. Juhu. Entschuldigung. Und jetzt? Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Oh, Entschuldigung, ich hab geblockt. Entschuldigung, das war das Falsche. Konzentrier dich, Marius. Alles eine Frage der Zeit. Noch einmal. Warte auf den richtigen Moment. Ja, ja, versuch's okay. Nochmal. Ah, wenn's grün ist. Deswegen leuchtet er so komisch. So nicht. Du musst
deine Hiebe zeitlich abpasst. Nochmal. Ja, okay. Hä? Ich mach's doch. Ich drück, glaube ich, zu früh. So. Perfekt. Ja, ich muss wieder die Kamera machen. Und jetzt? Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Kombination. Perfekte Schläge sind schneller als schlechte. Was? Okay. Rhythmus, Marius, Rhythmus. Warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Krieg es, Kombi. Genau so. Meisterhaft. Okay. Meisterhaft. Habt ihr das gehört? Modus brennender Atem überfüge durch meine Deckung. Okay. Und jetzt? Ein trauriger, aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Okay. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Geil gezeichnet. I like it. Septima, Barbaren, folge mir! Okay, jetzt sterben sie. ist natürlich traurig. Wieso sind hier jetzt die gleichen Barbaren, die in 10 Jahren nochmal angreifen? Oh ja. Bonusschaden. Hier. Wir haben eine Teamer, oh nein. Lass deinen Vater in Ruhe und geh sofort zu deiner Schwester. So, nächster Rang freigeschaltet. Ui. Ja, am Anfang geht's, glaube ich, immer schnell.
Ah, da liegen sie. Nein. Nein! Nein! Ich werde jeden einzelnen von euch töten. Na toll, wegen dem Vater konnte ich meine Schwester nicht mehr sehen. Danke. David. Daneben. Bist du verletzt? Was ist los? War's das? Ja, mach mal auf. Ihr alle! Römische Abschaum! Mal schauen, ob wir den, den Vater wirklich, verlieren oder ob wir den retten können. Also ich glaube, er wird so oder so sterben. Aber vielleicht können wir ihn auch retten, weil rechts oben ist ja die Lebensleiste von ihm. The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.